Wir fahren jetzt weiter die Piste wieder hoch, zurück auf die Hauptstraße. Und dann ja, fahren wir einfach mal und gucken, wo uns der Weg dann hinführt. Müssen ist Sidi Ifni. Auf der Straße sind praktisch nur noch LKW zu sehen, Autos praktisch keine. In Sidi Ifni, die Stadt, die nächste heißt Tiznit, die dann irgendwann kommt nach 35 Kilometern. Mal einen Halt gemacht in einem Bergdorf, also alle haben sie Masken an. Drüben der Mann, dem habe ich meine Jacke gegeben, aber ich muss aufpassen beim Filmen. Wieder eine alte Frau, die bettelt und jetzt darf sie einen Korb voll mit Gemüse nehmen und ich werde dem bezahlen, diese alte Frau da. Ja, wir sind jetzt wieder raus aus der Stadt, die Sperre. Dachte ich schon, die halten mich an, habe dann aber schnell die Hand hochgehoben. Und da unten, da habe ich so einen Zettel und dann hat er mich durchgewunken. Ja Leute, noch was, die Armut hat extrem zugenommen da, wie sich das aussieht. Immer wieder Leute, die uns anbetteln. Einem habe ich noch ein paar Hosen, Jeans vom Levi Strauss von Amerika gegeben. Der andere hat eine neue Jacke gekriegt und dann die andere Frau eben einen ganzen Korb voll Gemüse. Ich gebe prinzipiell kein Geld. Aber sie dürfen dann irgendwas kaufen und es geht ja um Nahrung. Runter ins Talebene. Jetzt haben wir die Berge passiert. So, ich habe jetzt eine Pause gemacht, Kaffee und Frühstücken. Ich bin ein Spätfrühstücker. Wir stehen abseits von der Straße. Aber wenn wir hier übernachten würden, würden wir sicher wieder entdeckt werden und verscheucht werden. Ja, aber wir fahren jetzt weiter. Jetzt kommt dann gleich die Großstadt Tiznit. Ich hoffe, wir kommen da durch dann. Auto noch waschen. Ja, in der ganzen Sache sollte man nie vergessen, wieder in die Normalität zurückzukehren. Ich lasse mein Auto waschen. Es war den ganzen Schmutz von der Sahara, von diesem Dreck. So, ich stehe jetzt vor den Stadttoren von Tiznit und da treffe ich auf diese Franzosen. Die stehen schon einen ganzen Monat hier, weil sie nicht reingelassen werden in die Stadt. Ich habe das noch vor mir und ich hoffe, ich komme da durch. Ansonsten fahre ich irgendwo einen Schleichweg, das ist mir scheißegal. Ich werde da durchkommen. So, der nächste Kontrollposten. Ja, der eine war am Telefonieren, der andere hat einfach geguckt. Ich habe ihm Hallo gesagt und bin wieder mal einfach durchgefahren. Also die haben mich nicht angehalten. Ich denke, ich habe auch einen Schweizer Bonus. Irgendwie, die Franzosen mögen nicht alle. Und vielleicht liegt es auch an dem, plus mein Papier da vorne, wer weiß. Aber wenn das so weitergeht, in Agadir bin ich dann auf der Autobahn. So, da ist ein Camping. Ich gehe mal da reingucken, wie die Lage ist. Das Tor ist aber zu. Ich glaube, die haben geschlossene Gesellschaft. Vor dem Camping steht einer. Und da ist der Eingang vom Camping. Die haben echt geschlossene Gesellschaft. Ich denke, die lassen keinen mehr rein. Schauen wir mal oben durch. Ja, hier sind sie. Ich selber sehe nichts. Ja. Der Camping hat geschlossen, die lassen also keine mehr rein, wie ich vermutet habe. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir eine Nacht hier bleiben. Und ja, ich denke, hier haben wir am wenigsten Probleme. Ja, und dann da oberhalb vom Camping stehen welche, da bin ich vor 2 Jahren auch gestanden.
Die zwei kommen von Frankreich. Ja, jetzt sind alles Franzosen hier. Das heißt, ich kann kein Interview machen. Wie lange das die dann hier sind, ich frage mal, ich probiere es mal auf meinem wenigen Französisch. So, ich habe mit dem Herrn gesprochen. Er konnte ein bisschen Englisch und ich ein bisschen Französisch. Er ist schon seit einem Monat hier und alle hängen sie hier fest. Keiner hat eine Bewilligung zum Fahren, die werden nicht rausgelassen. Und ich bin der Glückliche, ich habe eine Bewilligung, aber ob die hier was zählt, das sehen wir dann. Zumindest bin ich mal drin und dann jeden Tag nehmen, wie er kommt. Ja, machen wir mal einen Spaziergang. Wir sind jetzt an der Stadtmauer entlang gelaufen und hier ist ein wunderschöner Park. Ich muss sagen, ist eine schöne Stadt, was wir bis jetzt gesehen haben. Excuse me. Oh, die werden schon stark. Haus, Alter, Haus. Haus, komm, du musst da durch, du bist ein Schisshaus. Nein, Angie. Komm. Sind wir in der Einkaufsmeile von Tisint, die Bahnhofstraße, aber alles hat zu. Ja Leute, neue Nachrichten, leider schlechte. Seit gestern weiß ich, dass die Fähren nicht fahren. Die GNV verkauft schön ihre Tickets und dann speisen sie sich ab mit einem Gutschein. Die marokkanischen Behörden machen da nicht mit, die lassen niemand ausreisen, warum auch immer, das ist jetzt halt so. Und das heißt, es fahren jetzt nächste Zeit keine Fähren, die fahren schon, aber die nehmen keine Menschen mit, sondern nur Material. Ja, was soll man machen? Und GNV gibt nur einen Gutschein und jetzt muss man diesen bis Ende Jahr einlösen und ja, die zwingen einen fast. Obwohl die wussten ja, dass das nicht sicher war und das war ja nach der Krise. Ja, das ist leider so. Ja, jetzt bin ich da an einer Tankstelle. Ich tanke jetzt da meinen Tank voll. Ich kriege immer Wasser, wenn man höflich fragt. Ja. Und dann fahren wir ans Meer. Wir haben uns überlegt, wir haben viele Nachrichten gekriegt, kommt zu uns und so. Und jetzt sagen wir einfach, wir gehen jetzt mal ans Meer, weil da stehen auch ein paar. Und ja, ein bisschen Meerluft schnuppern. Tja, wo sind denn da die Gurtenpflicht? Hä? Eine ganze Familie. Also ab 50 Kilometer vor Agadir fängt es richtig an mit Verbauungen, etwa so, immer wieder durch Dörfer. So, wieder eine Kontrolle, immer mal wieder, aber bis jetzt bin ich überall durchgekommen. Agadir drin und werde durch die Stadt fahren, nicht auf der Umfahrung, sondern mitten durch. Leute, ich bin wieder mal im Stau. Wie lange ist das her, dass ich im Stau stand? Ich kenne das gar nicht mehr, aber es geht ja langsam vorwärts. Ja, der Stau ist wegen einer Verkehrskontrolle da, Sperre. Tja Leute, was macht man in so einem Fall, wenn man nicht aus dem Land kommt? Was macht man dann? Ja, ganz einfach Urlaub. Ich mache jetzt Urlaub. Und zwar da am Meer. Jetzt suche ich mir ein schönes Plätzchen bei Freunden. Jetzt habe ich gerade die letzte Sperre passiert, also ich musste nie anhalten, alle haben sie mich durchgelassen, kein Problem. Die Marokkaner werden zum Teil angehalten. So, wir sind angekommen, jetzt besuchen wir Timo, da unten sind ganz, ganz viele offenbar. Wo ist Timo? Der Timo. Das sind alles Franzosen, glaube ich. Da ist Timo, er hat sich versteckt. Da ist er. Hi Timo. Hi, den Franzosen. Ja, mit deiner Kamera. Ich habe dich hab mir das Video gerade angeguckt. Ich habe dich gefunden. Ne? Geil. Ist ein richtig geiler Spot hier. Keine Marokkaner. Und ja, da vorne ist, wo die Wasserflasche stehen, da gibt es Wasser.
So, also zum Duschen oder Spülen. Ja. Nimmst du mich schon wieder auf? Ja, hier, ja, du bist voll live da. Live auch noch. Also wir bauen jetzt die Function One auf, machen ein bisschen Mucke. Ich weiß nicht, also bei dem roten Truck, der hat auch ein Soundsystem. Ich weiß nicht, wie er schlaft. So, jetzt bin ich alter Sack hier in der Hippie-Kommune gelandet. Und hier stehen sie alle und warten vermutlich wie die meisten, dass man da wieder wegkommt. Ja, da oben ist die Hauptstraße. Ja, sonst wird man hier nicht behelligt, wie man mir gesagt hat. Ja, da gebe ich euch noch ein paar Eindrücke von diesen Freaks hier. Oje, zwei Delfine hat es angespült. Hier ist eine davon. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Ich glaube nicht. Ja, er ist tot. Leider. Sonst hätte man ihn reinziehen können. Ja, da gibt es immer wieder Delfine an Land. Und zwar das Problem ist, da draußen sind Schiffe und die Schiffe dürfen nicht an den Hafen. Dann schmeißen sie, was sie gefangen haben, wieder raus. Einfach schrecklich. So, die erste Nacht habe ich hier am Strand verbracht. Ha, und ich sage euch, es ist so schön, einfach mal diese Meerluft einzuatmen. In diesem ganzen Stress der vorigen Tage wieder mal irgendwie einfach die Weite zu haben, frei zu sein. Ja, ich stehe jetzt hier ein bisschen so für mich und vor mir das Meer, direkter Blick. Die Wellen sind zwar laut und da sind die Partyleute, gestern haben die richtig Gas gegeben mit Musik. Aber weil das Meer noch lauter ist, habe ich es gar nicht so gehört. Ja, und das Schöne ist, ich habe hier Internet, und zwar ein WLAN von diesem Restaurant. Und das ziehe ich mir rein mit dieser Antenne da oben. Und jetzt kann ich mal alle meine Updates wieder machen. Und gestern habe ich sogar einen Film wieder mal geguckt auf Netflix. Ja, alle schlafen sie noch. Jetzt laufen wir mal da durch die Gegend. Ganz viele LKWs. Alle haben sie einen LKW. Da ist noch ein Vario da. Noch eine Wagenburg. Das ist Timo seinem und da hinten stehen auch noch welche. Hi. All okay! Uiuiuiui, die Jungs da, die ich jetzt gerade getroffen habe, die haben da voll durchgemacht. Und find, ja, lassen wir den Kommentar. Schauen wir weiter die Kisten an. Das ist mal ein interessantes Auto, ein Seat 600. Ach, ich liebe diese Oldtimer. Da war noch die Technik so einfach, alles noch machbar. Ja, noch was zu den Fähren. Jetzt haben sich die Botschafter da eingeschalten. Auch der italienische, weil da ein bisschen durcheinander war, weil GNV einfach Tickets verkauft hat und das haben die denen übel genommen. Jetzt versucht auch der italienische Botschafter da noch irgendwas zu drehen, zu wenden und die sind jetzt alle am Verhandeln, die haben sich alle zusammengetan mal gestern, eine Sitzung gehabt und jetzt, ja, vielleicht geht ja dann mal was und plötzlich fährt dann doch eine Fähre und dann ist der große Ansturm auf diese Fähre. Die meisten Tickets sind ja jetzt sowieso annulliert, da muss man wieder neu buchen und überhaupt einen Platz kriegen. Ja, scheiß drauf, es ist wie es ist und es geht weiter.
Ja gut, das war es wieder von mir. Jetzt bleibe ich sicher ein Weilchen hier. Ich meine, ich habe hier alles, was ich brauche. Mein Wassertank ist voll. Internet habe ich sogar, das Meer habe ich. Ja, und wenn ich will, ein bisschen Gemeinschaft. Und das ganze Tohu Wabohu mit den Fähren und so, das stört mich jetzt nicht weiter, weil an diesem Platz kann man es echt aushalten. Und ja, jetzt schauen wir mal, wenn es wieder zurück nach Europa geht. Wenn nicht, dann bleibe ich halt hier 1, 2, 3 Wochen. Aber so langsam tut sich ja alles wieder langsam auf, auch in der Schweiz, habe ich gehört. Und ja, jetzt machen wir das Beste draus. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ihr hört dann, wie es weitergegangen ist bei mir.